Heyo und herzlich willkommen zurück zum Mystic Quest A Legend mit Tibi Let's Play. Und nun betreten wir die Monstermine. Und ich werde zum Glück noch nicht von den Monstern überrascht, überfallen. Das ist schon mal ganz gut. Dann fahren wir jetzt mit der Rolltreppe zum ersten Gegner. Beziehungsweise zu den Gegnern. Blutgerippe und Pharao Macabro. Macabro? Okay. Eine Mumie halt. Die jetzt ausgewickelt wurde. Und zu Staub zerfiel. Nun denn. Wir machen einfach fleißig weiter. Und die Skelette lassen den Kopf hängen. Sehr schön. Okay. Bombenstimmung, würde ich sagen. Was haben wir denn da? Was? Ach, okay. Okay. Das scheinen aber sehr interessante Schatzkisten zu sein, wenn die schon so bewacht werden. Nun gut. So, zack. ...376 mit diesem Schwert. So, vergleichen wir einfach mal. Jetzt ja treffen können, ne? Rubens, mach mal Pause. Wehr mal ab. 436. Okay. Minimaler Vorteil mit der neuen Axt. Dann lasse ich die mal weiter ausgerüstet. Gut, kann natürlich auch abhängig vom Gegner sein. Jetzt haben wir euch natürlich wieder. Nehmen wir mal die Bomben. Ach nee. Die Bomben werden doch bestimmt wieder ihren Wert austeilen nach Anzahl der Gegner, oder? Naja, es hat denen zumindest die Mützen weggefegt. Ja, nehmen wir nochmal. Hat ja doch gereicht. Und wir haben noch 70 auf Lager. So, dann kommen wir zu den Mumien. Triggern wir das Ganze so durch, sofern unsere Kollegen dann treffen würden. Hey. Okay. Ein Striptease von einer Mumie. Okay. Jetzt habe ich alles gesehen. Jetzt habe ich alles gesehen. So. Gut, heilen wir mal ganz kurz. So, wir haben's ja, ne? Warte, das und das. So. Hallöchen. Rums die Bums, würde ich sagen. Oh. Jetzt bin ich mal gespannt, was hier für ein Teil in der Kiste versteckt ist. Wow. Ich habe jetzt gehofft, dass da wenigstens eine Ausrüstung irgendwie wäre. Weiß ich nicht, ein Amulett oder meinetwegen auch ein neuer Schild, ein Helm oder irgendwie sowas. Irgendwas verdammt Geiles. Aber gut. Dann ist das halt so, ne? Ne. 666 Schaden. Man sollte meinen, Rubens ihm seinen Morgenstern, seine Waffe, ist vom Teufel besessen. So, immer sieht man mal so und du machst den erstmal platt.
Medusa-Blick. Wenn ich das schon lese, ey. Ich weiß, ich drücke die Textboxen schnell durch, aber trotzdem. Das fällt doch auf. So. Weiter. So. So, du bist schief gewickelt, mein Freund, wenn du glaubst, du kommst gegen mich an. Tschüss. Und dann kommen wir noch zu diesen beiden Blutgerippen. Die wir fröhlich auseinandernehmen. Geh baden, mein Freund. Dann wirst du vielleicht noch weiß. Okay. Yay, für die Erfahrungspunkte! Mehr Vorteil habe ich jetzt wirklich nicht rausgezogen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass ich jetzt auch Heiltränke ausgeteilt habe. Ja gut, ist halt so, ne? Yay, Erfahrungspunkte! Okay, fahren wir wieder Rolltreppe. Könnte eine Seilbahn hier sein? Ne, wie heißt die? Flaschenzug. Flaschenzug wollte ich sagen. Okay, gehen wir mal hier lang. Wo, hier ist ja nichts, ne? Nö, hier hätte aber was sein können, eigentlich. Hätte so eine kleine Truhe mit einem Heiltrank, mit einem Potion sein können. Weil Potion heißt es ja nicht. Glücklicherweise, finde ich. So. Ich meine, inzwischen habe ich mich ja an viele Begriffe gewöhnt, wie eben auch das Wort Item. Ich muss aber gestehen, ganz am Anfang, als ich noch sehr klein war, habe ich mich auch gewundert, was ist denn ein Item? Ja, es ist ein Item, das heißt ein Gegenstand. Ah, okay. Naja. Wie man es nimmt, ne? Aber ich glaube, das hat jeder Spieler auch irgendwo mal so gehabt, oder? Mit Item oder Potion oder Antidote oder irgendwie sowas. Könnt ihr mir ja gerne auch mal in den Kommentaren reinschreiben, was ihr für Erfahrungen in dem Sinne hattet. Okay. Dann kloppen wir mal fröhlich weiter, ne? So, hier. Schmeck mal Morgenstern. Und du schmeckst eine Axt. Das macht sich gut mit Salz und Pfeffer. Und so ein bisschen Muskatnuss. Aber nicht zu viel. Nicht zu viel. Nur so eine Prise. Willst du auch mal eine Probe? Hm? Mal kurz knuspern. Geil, ne? Da fliegt einem gerade die Mütze weg bei. So. Das ist aber schon sehr weitläufig hier, ne? Und jedes Mal muss ich wieder auf den Handschuh wechseln. Und dann wieder auf die Axt und dann wieder auf den Handschuh. Das ist irgendwie schon wieder ein bisschen nervig. Aber egal. So. Ich möchte nämlich auch gerne mal zu dieser Truhe da. Mit 10 Bomben. Das ist doch schon mal etwas besser als jetzt nur ein Trank. Hier rechts wäre ich ja auch nicht wirklich weitergekommen. Ist hier vielleicht noch irgendwo ein geheimer Gang irgendwie? Ich bin leider ein bisschen angefixt, was das angeht. Es schreit danach, aber es ist nicht so.
ja fast schon wieder beruhigend. Das heißt, ich habe mich jetzt hier für ein paar Bomben durchgekloppt, aber ist ja auch nicht so verkehrt. Erfahrungspunkte! Yay! Wuhu! Und weiter geht's. Scheint es da weiterzugehen? Ja, scheint es zurückzugehen. Aber ich kann ja trotzdem schon mal gegen euch kämpfen. Das erspart mir vielleicht ein bisschen Ärger beim Rückweg. Wenn ich die Rolltreppe da auch nach unten nehme. So. Gut. Ne, weil die geht echt nur nach unten, nicht nach oben. Und da sollte man nicht so rebellisch sein und die Rolltreppe dann halt in entgegengesetzter Richtung raufrasen. So. Was mache ich damit? Okay. Jetzt komme ich noch nicht mehr hoch. Aber dann müssen wir eben so lang. Aber schön. Nehmen wir mal die Axt und du wämmst den mit dem Morgenstern weg. Vergiftet. Ja, es bleibt nicht aus. Yay! Heilen wir lieber erstmal. So. Da könnte es weitergehen. Ich möchte da noch mal gucken. Okay, hier ist auch nichts. Es soll nur so wirken. Sieht aber schon ein bisschen blöd aus, weil da hier so eine gerade Linie einfach so durchgezogen ist. Da hätte man sich vielleicht ein bisschen mehr Mühe machen können, damit es... Weiß ich nicht, ein bisschen eleganter aussieht. Nee, dann war es so und so. Wo ist ja eigentlich auch egal, ne? So. Dann wickeln wir euch mal aus. Ist eh viel zu warm hier. Ihr solltet euch gar nicht mal so dick mit Bandagen einmullen. Ihr schwitzt euch nur den Tod. So, okay. Wieder wechseln. Das ist ein bisschen... Naja, egal. Okay, das ist wieder so eine Rückzugsrolltreppe. Das heißt, wir müssen so oder so nach oben. Norden, nach oben. Dann kommen wir zu dir, mein Freund. Entschuldigung, meine Freunde. So. Rumsfallera. Da habe ich jetzt einmal nicht richtig aufgepasst. Das hätte jetzt ein bisschen schneller gehen können. Wo kommt denn die jetzt auf einmal wieder her? Ist einfach auferstanden. Gut. Yay! Level 19. Okay. Da scheint es weiter zu gehen. Kommen wir denn jetzt mit dem Ding wieder zurück? Ja, ne? Es sieht so danach aus. Dann gehen wir doch erstmal lieber hier lang. Zu dir oder zu euch. Ja. So. Gut. Und tschüss.
Irgendwie werde ich so ein bisschen nostalgisch, wenn ich diese Blutgerippe sehe, weil ich nämlich mal auf einer Kirmes ein wirklich neonpinkes Skelett als Schlüsselanhänger mal an der Bude gewonnen hatte. Irgendwie muss ich jetzt daran denken. Die hatte ich auch sehr lange an meiner Tasche, weil die so schön rumgeklimpert hat mit den beweglichen Gliedmaßen. Bis irgendwann die Gliedmaße leider abgefallen waren. Weil bei mir Schlüsselanhänger generell nie so lange leben. Und, aber das Skelett hatte ich sehr lange an meiner Tasche. Zumindest Teile davon. irgendwie musste ich jetzt daran wieder zurückdenken. Da ist eine Höhle. Ist das ein Boss? Yo. Oh, ein Oni. Okay, ich heiße Jin. Aber die Dämonen mit einem Horn auf dem Kopf heißen eigentlich Oni im Japanischen, meine ich. Es sei denn, es ist jetzt Zufall, dass sie auch ziemlich stark sind. Ach du Scheiße. Ich konnte gerade nicht fliehen, ne? Okay, ich nehme mal den Kraftzauber. Und du greifst bitte erstmal die an. Dann machen wir erstmal diesen kleinen Kampf hier. Wenn wir denn überleben. Das sah sehr gut aus. Ich heile dich erstmal von der Verwirrung. Ich hoffe, das tritt auch zuerst ein. Nein. Sehr schön. Das ist ja... Ich habe den Wiederbelebungszauber gar nicht. Nicht schlafen. Oh nein. Flucht misslang. Nein, ich gebe nicht auf. Magie. Flucht. Wieso? Naja, gut. Was hast du eigentlich? Ach, du hast den Lebenszauber. Okay. Kannst du den nicht Chihiro einfach mal beibringen? Das wäre vielleicht besser. Ach, das ist ein Instant-Kill. Quasi. Damit haben wir die Gegner verscheucht. Okay. Magie. Lebe. Okay, Kraftdings. Sonst hast du nichts, ne? Na gut, okay, reicht. Okay, das war schon deftig. Was nehmen wir denn? Nimm mal Wasser. Ging vorbei. Na toll. Höllenfeuer. Ich mach mal weiter damit. Rucksack. So. Dem Jin juckt das momentan noch gar nicht. Wie viele Lebenspunkte hat der? Der zeigt noch gar keine Schwäche. Ich glaube, das war echt ein Fehler, den zuerst zu machen. Kannst du dich nicht einfach verziehen? Ich meine ja nur... Seuchenstrahl. Habe ich das gerade richtig gelesen? Komischer Attackenname. Keine Wirkung. Yay. So.
Und, bam! Na, ah, jetzt sieht er wütend aus und die Attacke heißt echte Seuchenstrahl. Hi. Also einmal Heilung auf dich selbst. So. Wir schaffen das schon irgendwie. Ich meine, wenn unsere Kollegen treffen, dann ja auch ordentlich. Wenn sie nicht den ganzen Kampf verpennen würden. Okay, das mit der Heilung hätte ich mir echt knicken können. Na gut. Oh. Macht er sich langsam aus dem Staub, der Djinn? Nimm dies. Feuerlanze. Okay. Nochmal Wasserattacke und Morgenstern. Yay! Wir haben ihn besiegt. Eine schwierige Geburt hier. Oh, da geht's sogar weiter. Gut, ich gucke mich erstmal da drinnen um. Nachdem ich mich geheilt habe. Wer weiß, ne? Oh! Bomben! Yay! Geil. Und da drüben scheint es weiterzugehen. Wir sind nah genug, um den Felsen zu sprengen. Vorsicht, Vater! Bleib zurück! Okay, der rollt jetzt einfach seines Weges und zermalmt alles um sich herum. Wahrscheinlich noch drei Städte. Aber gut, wir haben es geschafft. Rubens! Geh bitte nach Hause zur Mutter. Sie wartet. Lass uns nach Feuerburg zurückgehen, Chiro. Ja gut, damit ist das getan. Schön. Dann steigen wir mal hier rein. Das scheint ja der richtige Weg zu sein. Ach, und jetzt sind wir hier. Okay, gut. Dann wird das hier wirklich für den Rückweg gedacht sein, ne? Finde ich aber auch cool, dass man hier so einen Flaschenzug einfach mit reingebaut hat. Und sowas kann ich mich echt erfreuen. Ja, jetzt sind wir wieder hier in der Ecke. Okay, haben wir jetzt von da oben? Ja, ne? Und dann so wieder zurück, ne? Genau. Okay. Ich versuch's nochmal gegen die. Wir können ja eigentlich auch mal den Erdfluch verwenden. Mal gucken, wie der so auf euch wirkt. Nur 191? Das ist ja mickrig, ey. So. Noch 7 Kämpfe verbleiben. Wisst ihr was, die machen wir jetzt noch, weil ich die dumme Befürchtung habe, dass Rubens sich später dafür auch entscheiden wird, lieber zu Hause zu bleiben, als uns dauerhaft zu begleiten, wie es leider schon ein paar Mal vorkam. Ich meine, okay, ist auch deren Recht. Ne, Probleme sind gelöst und können sie auch zu Hause bleiben, aber ich hätte schon ganz gern einen dauerhaften Begleiter. Und irgendwie bezweifle ich einfach, dass es Rubens sein wird. Auch wenn er uns doch sehr gut hilft. Nur, seien wir mal ehrlich. Andererseits, vielleicht kommt ja noch was, ne? Also wir haben jetzt seinem Vater immerhin geholfen, nach Hause zu kommen.
Es wird jetzt darauf hinauslaufen, dass wir nach Feuerburg zurückgehen und da Informationen über den Feuerkristall erhalten. Und wer weiß, was da noch kommt, ne? Okay. Ganz banal gesagt, es wird bestimmt darauf hinauslaufen, dass wir noch einen Dungeon zusammen machen müssen. Aber was ist dann halt, wenn wir den Feuerkristall dann auch erweckt haben? Wenn wieder alles in Buddha ist? Oder in Margarine? Oder vegane Soja-Alternative? Oder was auch immer? So. Noch 3 von 10. Gleich geschafft. Gleich geschafft. Und dann ist der Part eigentlich auch schon wieder rum, würde ich sagen. Hm? Leider ja doch. Aber hey, dafür haben wir die Monstermine mit einem Rutsch erledigt, ne? Ich hatte schon fast befürchtet, dass die ein bisschen zeitaufwendiger sein könnte. So verwinkelt, wie sie war. Oh, hey. So. Ich trigger es einfach mal so durch. Ja, ja, traller du mal deine Musik ab. Jedem das Seine. So, nur noch einen Kampf. Na dann? Schauen wir mal, was draus wird. Ich finde es übrigens sehr interessant, dass diese Zwergenarten, wie auch immer, diese Goblins oder was die sein sollen, ihre Käse haben. Wir haben mal eben die Donneraura gewonnen. Mal eben. Geil. Okay, ich kann jetzt auch nach Süden über den Felsen laufen. Siegeltempel, das klingt doch schon sehr einladend. Oben geht's jetzt auch weiter. Da ist auch wieder dieses blaue mit Mondsymbol. Spricht auch für einen Dungeon, ne? Nun gut. Captain Max wurde zuletzt am Dock bei Windia gesehen. Windia. Das Windelement ist also auch vertreten. So viel kann man schon mal erraten. Okay. Ich mag die Musik hier. So bescheuert das klingt. Ambrosia. Was ein Glück, dass Arion wieder hier ist. Achso, der liegt im Bett. Ich habe mich schon gewundert, wo der ist. Nee, der pennt einfach nur. Wartet. Der Kristall des Feuers ist im Lavadom. Okay. Gut. Gut. Ich möchte noch mal ganz kurz den Freund der Familie aufsuchen. Vielleicht hat sich seine Textbox ja jetzt auch geändert. Hi. Seid vorsichtig mit den Jumbo-Bomben. Okay. Gut, okay. Gut, okay. Warte mal, war hier im Hotel nicht auch, ja, hier konnte man nochmal pennen. Wisst ihr was, das mache ich auch jetzt nochmal. Ist ja nicht so, dass wir kein Geld hätten. Ha, ha. Yay, allzeit bereit. Yay. Okay. Gut, also wir müssen zum Lavadom. Das klingt doch nach einer präzisen Anweisung. Und ich rate mal, der Lavadom ist hier, ne? Donnervulkan. Da unten ist aber der Siegeltempel, ne?
Alter, wie das hier bebt bei jedem Mal. Das ist der Siegeltempel. Ja, ist gut. Lavadom. Ja, es kann ja eigentlich nur beim Vulkan sein, oder? Eine Vulkanlava ist eigentlich das Naheliegende. Ich kann ja nochmal vorsichtshalber nochmal in der Stadt fragen. Nochmal für ganz doof. Aber ich denke mal, es wird darauf hinauslaufen, dass wir im nächsten Part dann einen Vulkan untersuchen werden. Der Typ links hier ist weg. Okay. So, die alte Dame und der da vorne möchte was verkaufen. Du warst auch nur ein Händler. Du hattest das mit der Maske gesagt, ne? Nebelmaske. Ein Vulkan wäre an sich auch ein passender Ort für den Feuerkristall. Nee, du hattest ja die Axt verkauft. Die alte Dame hier, die hat noch was zu sagen. Die Dämonen haben die Mine besetzt. Okay, das hat sich nicht gewandelt. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen zum Vulkan. Meine Lieben, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder fröhlich weitergeht mit Mystic Quest Legend. Also, bis dann und Chibi-Chan!